Nun verlassen wir unseren bayerischen Campingplatz Simonhof und unsere Kühe kommen nicht mal mehr an den Kühen vorbei. Wir müssen jetzt rechts fahren und fahren jetzt grobe Richtung in den Harz nach Bad Lauterbach. Berg. Lauterberg. 634 Kilometer von hier, aber das fahren wir nicht in einer Tour durch. Wir haben uns entschieden, jeden Tag so circa 200 zu fahren. Das reicht uns völlig aus. Und jetzt werden wir sehen, wo wir dann da landen. Wir machen noch zwei Übernachtungen, bis wir dann am Wiesenbecker Teich sind. Ein letzter wehmütiger Blick auf die Berge. Jetzt bei schönem Wetter, wo wir abreisen. Mir tut jedes Mal ein bisschen das Herz weh, wenn wir die Berge wieder verlassen. Und hier ist nochmal die Wachtel, wo wir gefuttert haben. Da sind Schafe. So, das war's erstmal. Endlich Sonne. Ihr erratet es nicht, wo wir gelandet sind. Das nennt sich hier Pommelsbrunn. 27 Grad. 27 Grad in der Sonne. Das ist bei Nürnberg. Der TomTom Navigator hat uns diesen Campingplatz empfohlen und wir haben dann angerufen und tatsächlich Glück gehabt, dass wir über Pfingsten hier noch einen Platz gekriegt haben. Und zwar einen guten Platz. Pepper fühlt sich hier auch wohl, habt ihr gesehen. Im Moment sind wir sehr zufrieden. Wir müssen bloß noch Brötchen fürs lange Wochenende besorgen. Das machen wir heute Abend bei Rewe. Da soll es 50% Ermäßigung geben, wenn man nach 19 Uhr einkauft. Und jetzt gibt es gleich Gemüsebandnudeln mit Pesto. Endlich ist das Wetter so, wie es sein soll. Hoffentlich bleibt das jetzt so. Also eine Entschädigung haben wir wirklich verdient. Wir wollten erst in zwei Etappen Richtung Harz fahren, aber haben uns dann doch entschieden, dass wir lieber jetzt die 350 Kilometer durchziehen an einem Tag und dann haben wir morgen den Tag, den wir hier verbringen können. Sonst wären wir nur auf zwei verschiedenen Plätzen gewesen und hätten immer eine Übernachtung nur gehabt. Aber so ist das ruhiger. Dann lieber mal länger fahren und nur eine Station machen und hier dann das ein bisschen die Zeit genießen. Endlich ein Abend, wo man länger draußen sitzen kann. Wir haben uns das gemütlich gemacht bei einem Gläschen Wein. Sind schon im Schlafanzug, nachdem wir geduscht haben. Und Pepper kriegt ein extra Leckerli heute zur Feier des Tages. Ich weiß nicht, der ist ganz im Dunkeln hier, den sieht man gar nicht. Guten Appetit, Pepper. Lass es dir schmecken. Gutes Tier. Nee, das ist zu dunkel. Kriegt man nicht mit. Aber vielleicht hört man sein Schmatzen. Gut. Alles klar, dann wollen wir den Tag mal ausklingen lassen. Guten Morgen, ihr Lieben. Hier seht ihr unser fantastisches Frühstück. Bei Sonnenschein und endlich warmen Temperaturen. Pepper hat natürlich schon alles gehabt. Der kriegt ja immer zuerst. So, es gibt leckeres Rührei, Tomaten, alles, was das Herz begehrt. Hoffentlich beschwert sich das Huhn nicht wegen Datenschutz, dass wir seine Eier fotografiert haben, beziehungsweise gefilmt haben. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das ein schöner Tag wird. Vom Wettertechnischen her mit Sicherheit. Ja, das ist ein richtiges gute Frühstück hier in der Sonne, ne? Ja. Wie sich das gehört. Das kann man wohl sagen. Richtig herrlich. Wir laufen hier schon in kurzen Hosen rum. Toll. Richtig klasse. So, bis dann. Was für ein tolles Wetter. Und unsere Nachbarin schenkt uns Spargel. Frischesten Spargel. Mensch, ist das toll. Heute wollen wir nämlich grillen und da gibt es Spargel zu. Geschenkt. Kennt einen Spargelbauern. Ist das nichts? Lecker. Das wird wieder ein Highlight. Ne, Schatzi? Ja, okay. Erstmal ein nasses Tuch. Dann wird er nachher geschält und dann geht's los. Pepper, passt auf.
Joachim, der hat uns zwei schöne Trinkflaschen besorgt. Ist uns egal, wenn das Kinderflaschen sind. Einmal eine mit einer Autobahn drauf. Für Joachim. Passt ja für während der Fahrt. Genau, so eine Reiseflasche. Das Gute ist, die Flaschen. Jetzt ist der Deckel auf und das bleibt immer offen. Das wird nicht runtergedrückt, weil wenn man den Deckel zumacht, kann man es drehen und jetzt geht er nicht mehr auf. Erst wenn man es wieder zurückdreht, ist er wieder offen. Und meine Flasche ist genauso, aber ich habe ein anderes Design. Mit Einhörnern. Ich habe ein Mädchendesign. Ich liebe Einhörner, auch wenn das albern ist. Das ist mir die egal. Stehen bei uns und passen perfekt in den Flaschenhalter. Ja, die passen vorne ins Auto perfekt in den Flaschenhalter rein. Total klasse. 3 Euro ist bei Aldi Süd. Ist die nicht schön? Ja, ich weiß nicht, ob ich es eben verstanden habe, weil ich dazwischen gequakt habe. 3 Euro bei Aldi Süd. Ich habe ja dazwischen gequakt. Und das hier ist unser Trinkwasserfilter aus der Schweiz. Den habe ich neulich schon auf Facebook vorgestellt. Damit filtern wir auch Leitungswasser immer beim Camping. Kommt hier rein. Da kann man also auch aus Flüssen, wenn man unterwegs ist, kann man Wasser abzapfen. Und pumpt das einmal durch die Filterung. Das ist ein doppeltes Filtersystem. Einmal ist da ein Aktivkohlefilter drin und zum anderen unten noch ein, wie nennt sich das? Wie heißt der Filter jetzt? Keramikfilter. Ich glaube, das ist ein Keramikfilter, sodass das zweifach gefiltert wird und zu 99,9% alle Bakterien, alles rausfiltert, den kann man dann mit auf die Reise nehmen, auf die Wanderung und wenn man einen Fluss hat oder einen Bach, nein, dann filtert man direkt aus dem Bach sich Trinkwasser. Wir kaufen überhaupt kein Wasser mehr, deswegen haben wir auch unsere kleinen Trinkflaschen, ja. Weil wir nur Wasser selber machen. Das filter ich raus, den Kram. Das Leitungswasser kann man sicherlich auch so trinken, aber sicher ist sicher, wenn man mal in südlichere Länder fährt, dann ist das eine tolle Sache. Und so haben wir ein klares Wasser, das füllen wir dann in unsere Trinkflaschen um. Und somit haben wir eine tadellose Trinkwasserversorgung. Ich zeige euch nachher nochmal, wie sich der Filter aufbaut hier. So ist unser täglicher Wasserbedarf gesichert. Prost, ich werde euch gleich zeigen, wie das Gerät funktioniert und aufgebaut ist. Ah, schmeckt ausgezeichnet. So. Dieses Ding ist der Ansaugstutzen praktisch. Da ist ein Grobfilter drin. Und den hängt man in fließendes oder sonstiges Wasser. Wie so eine Angeltucke. Hier ist so ein Auftrieb. Und da wird dann das Wasser wie mit einer Luftpumpe angesaugt. Das ist praktisch das ganze System. Hier öffnet man ihn und dann pumpt man wie mit einer Luftpumpe und unten kommt das Wasser dann gefiltert raus. Hier ist noch ein Flaschenaufsatz. Man kann da also übliche Trinkflaschen direkt anschließen, um das auf Wanderungen zum Beispiel in Trinkflaschen einzufüllen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ding auseinandergebaut wird. Diesen Adapter schraube ich ab. Drehe ihn um und damit kann ich den Keramikfilter öffnen hier unten. Guck mal, da ist er.
Den macht man nur hin und wieder hier, das sind die Reste vom Kohlefilter. Den macht man nur hin und wieder mit einem Schwamm. Der ist auch dabei, sauber von außen. Wenn man neue Kohle, Aktivkohle eingefüllt hat, muss man den nach einem Liter erstmal säubern. Und ansonsten hält er eine ganze Weile. Hier oben ist noch eine Verbrauchsanzeige für den Filter. Die kann man abmachen. Und dann sieht man, dass er noch genug Substanz hat. Wenn der Ring jetzt rüber passt, muss man einen neuen Filter einsetzen. So, das ist das eine Patent. Ganz einfach wieder rein. Na, sitzt er fest? Noch nicht. So ist er fest drin. Und den Trinkwasserstutzen kann man wieder ganz einfach raufschrauben. Hier eine kleine Anzeige, kann man mit einem Cent den Monat einstellen, wann man den Aktivkohlefilter, den ich euch gleich zeigen werde, wann man den gewechselt hat. Und so nach einem Viertel oder spätestens halben Jahr sollte man dann die Aktivkohle wieder wechseln. Jetzt zeige ich euch mal, gucken, ob das klappt. Hier ist der Aktivkohlefilter drin. Schraubt man genauso auf. Na, geht er nun auf? Ja, geht er. So, das zieht man einfach ab. Und hier drin ist der Aktivkohlefilter. Den kann man auch so einfach rausnehmen. Da ist er. Man macht den Deckel auf. Da sind die Kohlekörner drin. Und wenn man, sagen wir mal, den Filter längere Zeit nicht benutzt, lässt man das Ganze austrocknen. Ansonsten kann man das alles so zusammenlassen. Und wie gesagt, den Deckel hier auf, neue Aktivkohle rein und wieder zusammenbauen und fertig ist das ganze Patent. Ja, das ist dieser Aktivkohlefilter. So ist er auch wieder zusammen. Und jetzt funktioniert das Ding wieder. Ein paar Mal saugen und da kommt das gefilterte Wasser raus. Das ist das ganze Patent. Macht das dann wieder zu, kann das in eine beigefügte Plastiktasche tun und ist damit transportbereit, auch wenn man auf einer Wanderung ist oder so. Der Clou an der Sache, man kann das Ding also auch an Wasserhahn anschließen. Ja, das ist er. Made in Switzerland. Jetzt geht's dem Spargel an die Wäsche. Sowieso traumhaft hier. Ich bin hier dabei, den Spargel zu putzen. In Ermangelung eines groß genügenden Topfes muss ich den leider einmal in der Mitte durchschneiden. Aber das ist ja egal, das schmeckt ja trotzdem klasse. Bin hier ganz gemütlich im Schatten dabei. Joachim, der bringt gerade das Grauwasser weg. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wunderbar das hier hinterm Wohnwagen aussieht. Das ist einfach traumhaft. Hier hat unser Pepper seine Sachen und da hat er sich in den Schatten des Baumes verzogen, denn so warm wie das ist, liegt er lieber auf dem kühlen Gras als auf seiner Hundematte. Und hier hinter diesen Büschen, da sind mehrere Stellen, wo Pepper runterlaufen kann, kleine Trampelpfade, und kann im Flüsschen, in der Prignitz, glaube ich, ja, da kann Pepper baden bzw. planschen. Die hat zwar etwas Strömung, aber nicht so, dass Pepper damit nicht klarkommt. Total schön hier. So, das ist die Rückseite unseres Wohnwagens. Mal gucken, ob Joachim schon zu sehen ist. Ja, da kommt er gerade. Ich zoome mal ran. Er hat das Grauwasser weggebracht. Das ist das Wasser, womit man, wenn man die Abwäsche ablässt oder wenn man Zähne geputzt hat und ausspuckt oder Hände gewaschen hat. Da unten fließt die Pegnitz und es gibt auch Badestellen, wo Pepper nicht gleich von der Strömung mitgerissen wird. Der ist auch ganz interessiert hier immer. Und hier haben wir wirklich das weite Land für uns.
Und wir zahlen hier pro Tag 21,50 Euro mit zwei erwachsenen Hund inklusive Wasser, Strom und Duschen. Keine Sonderkosten mehr. Das ist doch ein Angebot. Also wir bereuen das nicht, hier noch eine Nacht verbracht zu haben. Also für alle Camper in der Nähe von Nürnberg ist das hier eine wirklich gute Empfehlung. Der Campingplatz, es gibt auch einen in Nürnberg, direkt am Reichsparteitagsgelände. Der ist von Knaus und kostet wesentlich mehr und ist nicht so schön wie dieser hier. Also lieber 20 Kilometer hier zum Camping Pegnitz oder Prignitz? Prignitz fahren. Die Adresse und die zeige ich euch noch unten in den Links, wenn ihr Interesse habt. Dann kann man diesen Campingplatz nur wärmstens empfehlen. Zunächst wollten wir auch nach Nürnberg, aber der Campingplatz war belegt über die Feiertage. Da war das hier natürlich auch voll, hier standen Zelte. Aber jetzt ist die Wiese frei und wir haben ein riesen Grundstück hier praktisch. Und Pepper fühlt sich wohl, hier achtet niemand so genau drauf, dass er immer an der Leine ist. Normalerweise auf Campingplätzen müssen Hunde immer an die Leine. Aber Pepper, der weiß genau, wie die Abmessungen des Grundstücks hier sind und der geht hier nicht weg. Selbst wenn wir zum Waschhaus gehen, sagen wir ihm, bleib liegen und das gute Tier wartet, bis wir wieder zurück sind. Also der braucht keine Leine. Der gute Pepper ist gleich ins Auto gehüpft, als die Haube auf war. Jetzt wollen wir mal ins Tal runterfahren. Das ist ein Tipp, den haben wir hier von einem Camper bekommen. Das ist ein wunderschönes Tal und da kann Pepper direkt in der Donau schwimmen. Nachher mehr. Ja, Pepper hat auch noch mal in der Prignitz gebadet. Überall schöne Wanderwege. Donau haben wir nicht gefunden. Nee, die Donau soll hier in der Nähe sein, haben wir nicht gefunden. Aber was soll's? Heute ist es auch so warm, dass wir mit dem Wandern noch nicht das nicht übertreiben brauchen. Wir werden jetzt wieder zum Campingplatz fahren, Tässchen Kaffee trinken, ein Stück Schokolade. Unser letzter Gassigang hier am Campingplatz Pegnitz. Ein Traum für Pepper. Heute Morgen sind wir hier schon lang gejoggt. Da hinter der Brücke, da fließt der Fluss. Da kann Pepper baden, obwohl die Strömung einigermaßen ist. Aber damit kommt er klar. Der gute Morgen heißt es denn. Tschüss sagen.